So. Jetzt bin ich soweit. Udo. Ja, Martin. Normaler TV ist ja ein Verein. Mhm. Und in Deutschland ist ja das irgendwie, da kann man dann Spenden entgegennehmen, oder? So. Aber wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Also letztendlich kann man als Verein Sachspenden und Geldspenden annehmen. Also Privatpersonen können spenden, Unternehmen können spenden, ist ganz egal. Unternehmen können das von der Steuer absetzen, also kriegen das 1:1 vom Finanzamt wieder. Das ist halt der große Vorteil bei einem gemeinnützigen Verein. Ja, und unser Plan ist halt, uns zu finanzieren durch Sponsoring und durch Spenden. Wir haben momentan bei Better Place ein Spendenprojekt entwickelt. Da kann man unsere Interviews unterstützen mit Geldspenden. Man spendet dafür, dass wir halt Benzingeld und Unterkunftskosten halt nicht selbst finanzieren müssen. Ja, das ist der eine Punkt. Da sind wir jetzt auch schon bei 2% Finanzierung. Also, genau, und dann wollen wir halt Sponsoring machen, wie schon erwähnt. Und dafür werden wir halt manchen Unternehmen auf den Sack gehen, dass die uns nicht auf den Sack gehen. Und zwar werden wir die ansprechen und mal gucken, ob sich da was entwickelt. Was bietest du dem Unternehmen dann dafür? Hauptsächlich Werbung. Und Werbung auf meiner Internetseite, Werbung auf YouTube, Product Placement ist das Stichwort dort. Ich würde ihm auch anbieten, irgendwie einen Werbefilm für ihn zu drehen oder irgendwelches marketingtechnisches Zeug für ihn zu machen. Ja, das ist eigentlich das, was ich ihm anbieten kann. Wie ist die Reichweite gerade? Du machst schon in der Woche deine also, Videos ungefähr? Wenn ich ein Video hochlade, dann habe ich innerhalb von 2 Tagen ungefähr 100 Klicks. Okay. Das ist das Minimum. Mhm. Unser bestes Video hat 5000 Klicks. Wir haben fast 500 Abonnenten, über 1000 Liker auf Facebook. Und wie lange seid ihr schon dabei? Professionell erst seit einem Jahr. Das ist aber ordentlich. Ja, also wir machen das zwar halt schon ein bisschen länger, aber das war nie so professionell und wir haben nie so viel Zeit investiert wie jetzt. Weil jetzt kann man das wirklich wie mit einem richtigen Beruf also vergleichen. Das ist mehr als eine 40-Stunden-Woche. Mhm. Auch wenn wir jetzt hier gerade wunderschöne Bilder in Wien einfangen. Das ist ja Arbeit. Genau, es ist Arbeit, auch wenn es meistens so aussieht, als ob wir uns entspannen. Aber man muss ja doch kreativ sein und schauen, dass man seinen Zuschauern was bietet. Und wie viele Videos pro Woche gibt es? Momentan 1 pro Woche. Wir wollen uns aber steigern, dass wir 2 schaffen. Aber da wir noch so viel drumherum zu tun haben, unsere Vereinsarbeit, wir gehen halt viel auf Messen, um uns zu zeigen, etc., ist das manchmal ein bisschen schwierig. Was für Formate gibt es? Formate haben wir unser erfolgreiches Interviewformat. Da interviewen wir halt Menschen mit Behinderung direkt bei ihnen vor Ort, weil es ja immer schwierig ist, Menschen mit Behinderung halt zu sich einzuladen, zwecks der Barrierefreiheit, der Mobilität etc. Dann machen wir einen Videoblog über mich, in dem ich zeige oder auch mit meinen, dann machen wir einen Videoblog über mich, in dem ich zeige, was alles möglich ist als Mensch mit Behinderung. Und in dem Zusammenhang besuche ich auch halt dich, ne, Marbara TV. Das ist halt immer ganz cool, wenn man sich da verknüpfen kann. Und unser drittes Format sind News. Wir sprechen einfach über Nachrichten rund um das Thema Behinderung, was gerade so in den Medien aktuell ist. Und da gebe ich dann so meinen Senf dazu und lasse meine Community darüber diskutieren. Und unser viertes Format, das verrate ich noch nicht, aber das wird so eine Art Comedy-Format. Also das wird ganz lustig, aber da muss ich noch ein bisschen kreativ sein, um dass ich das dann auch veröffentliche. Aber wir haben schon richtig coole Ideen und es wird. Was sind die Lieblings-YouTuber, die behindert sind? Habt ihr welche? Außer Marbacher TV. Genau, außer Marbacher TV gibt es da nicht mehr viele, bin ich ganz ehrlich. Na, wirklich? Kennst du noch andere YouTuber, die behindert sind? Also ich kenne Behindert Barrierefrei. Die sind in Deutschland auch ein Verein. Die stellen hauptsächlich Hilfsmittel vor, auf Messen und so. Mhm. Oder zeigen mal ein bisschen aus, wenn sie in Urlaub fahren. Aber hauptsächlich halt Hilfsmittel. Dann haben wir so Behindert. Die waren ganz cool, die haben aber leider aufgehört.
Ja, und dann hatten wir ja den Bernie. Aber den gibt es ja leider auch nicht mehr. Mhm. Und ansonsten. Ach, die gute Isoke, die habe ich ganz vergessen. Ja, von der bin ich wirklich Fan. Weil die ist irgendwie voll niedlich. Kann ich nur empfehlen. Absolut. Ja. Ah, und jetzt natürlich das Wichtigste überhaupt, wenn man mit YouTubern spricht. Tipps für andere YouTuber oder Leute, die YouTube bleiben möchten. Und jetzt bleiben wir einfach beim Thema, was empfiehlst du behinderten Menschen, die sich überlegen, an YouTube-Kanal zu machen? Seid so, also bleibt so wie ihr seid. Versucht es authentisch zu sein. Hat das überhaupt Sinn ergeben? Also versucht authentisch zu sein. Das ist ganz wichtig. Und ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben. Also YouTube ist keine Geschichte, wo ihr ein Video macht und dann damit Erfolg habt. Das ist wirklich harte Arbeit und ihr müsst einfach dranbleiben und davon überzeugt sein, was ihr tut. Das wie ist technisch betrachtet, ist es schwierig damit anzufangen? Ja. Kostet das viel Geld? Also schwierig ist es nur in der Hinsicht, wenn man halt allein unterwegs ist, dann muss man schauen, dass man das irgendwie handelt mit der Kamera, dass man sich halt auch gut positioniert, denn Qualität ist auf YouTube auch wichtig, also guter Ton, gutes Licht und einfach eine gute Kamera. Teuer, ja, man braucht halt eine gute Kamera und muss vielleicht so 200 bis 500 Euro investieren, aber wenn man dann eine gute Kamera hat, dann reicht das eigentlich fast schon aus. Aber mit so einem iPhone 6 oder so kommst du eigentlich auch klar, oder? Ja. Das ist von der Bildqualität, glaube ich. Also die iPhones und die neuen Smartphones. Ja, 4K. Ich denke schon, das würde passen. Für den Start meine das. Hm? Zum Beginn, denke ich, ist das. Ja, da hast du schon vollkommen recht. Da habe ich vielleicht schon wieder ein bisschen übertrieben, weil ich habe gleich mit so einer teuren Kamera angefangen. Was mir jetzt drum Tipps für Leute, die zu Hause sitzen und viel Zeit haben wie du und ich und überlegen, was sie machen, aber auch keine Kohle haben. Ja, dann. Und das heißt, wie kann ich einsteigen? Ja, na dann natürlich mit dem Handy, ne? Das würde vollkommen ausreichen. Ja. Was war euer Schnittprogramm? Oder was ist euer Schnittprogramm? Unser Schnittprogramm ist das nennt sich Corel oder Corel. Ja, das ist das. Kostet das was? Das kostet 50 bis 70 Euro einmalig. Okay. Und damit könnt ihr dann echt schicke Animationen machen. Das ist Windows, oder? Ja. Gibt es für Mac auch? Das weiß ich nicht. Okay. Ich bin kein Fan von Mac. Da kenne ich mich überhaupt gar nicht aus. Alles klar. Wie cool. Ja, so sieht's aus. Danke für die Insights. Ja, kein Problem. Gerne, gerne. Und immer schön YouTube schauen.